Hallo und willkommen auf MX5 Roadtrips, dem Kanal über die Bergpässe der Alpen. Letztes Jahr habe ich an zwei Tagen einen Film über die Tremola gemacht, das auch eingestellt ist, das Video auf YouTube. Leider habe ich da am zweiten Tag meinen MacBook Pro an der Tremola liegen lassen und natürlich war es dann weg. Aber Gott sei Dank hatte ich die Videos vom Vortage auf eine Festplatte übertragen und die war eben nicht weg, sodass ich das Video bei YouTube einstellen konnte. Das bringt mich auf das Thema. Das MacBook Pro habe ich inzwischen gegen ein MacBook Air, dieses hier, eingetauscht. Äußerlich sehen die Geräte fast gleich aus, aber im Inneren sind sie doch recht unterschiedlich. Das MacBook Pro hat einen Intel i5 Prozessor und das neue MacBook Air ein M1, der gerade eine große Resonanz erzeugt hat aufgrund seiner Leistung. In der Vergangenheit habe ich bei dem MacBook Pro meist Samsung Evo 850 SSD benutzt. Die reichen auch völlig aus in einem USB 3.0 Gehäuse. Reicht die Schreibgeschwindigkeit allemal aus, denn schneller lassen sich die Speicherkarten aus den Action Cams oder aus der DJI Drohne ohnehin nicht lesen. Trotzdem hat mich das jetzt gereizt, in dem MacBook Air mal den Umstieg auf Thunderbolt zu wagen. Die neuen Karten, Speicherkarten wie diese hier von Crucial, eine M2.2, passen in so kleine Gehäuse. Das ist schon ein Riesenunterschied. Aber sie sind vor allen Dingen viel schneller. Und auch wenn sie bedauerlicherweise viel teurer sind, hat es mich gereizt und dieser Test soll zeigen, ob sich der Umstieg lohnt. Der auffälligste Unterschied zwischen der älteren SATA SSD-Generation und der neuen M.2-Generation ist der der Größe. Dagegen sind beim Gewicht kaum Einsparungen möglich, denn die neue Generation stellt erhebliche Anforderungen an die Wärmeableitung. An dem Test beteiligt sind zwei Gehäuse mit USB 3.1 Anschluss, nämlich das passiv gekühlte Fideco-Gehäuse. Es ist das leichteste und billigste. Doppelt so teuer und wesentlich schwerer ist das IC-Gehäuse mit einer thermostatischen Ventilator-Aktivkühlung. Zudem sind drei Thunderbolt-Gehäuse beteiligt, zwei davon von Sabrent, ein Gehäuse, bei dem eine Rocket SSD fest verbaut ist. Dieses Gehäuse liegt in einer anderen Preisregion mit 270 Euro. Es ist allerdings auch sehr leistungsfähig. Das deutlich preiswertere Leergehäuse mit 90 Euro ist beliebig mit einer M.2 SSD kombinierbar. Im Test war das eine Barracuda. Diese Kombination ist auch sehr empfehlenswert. Sie liegt unterhalb der Preisgrenze von 200 Euro. Last but not least ist das Wavelink-Gehäuse. Es kostet als Leergehäuse 120 Euro, ist also deutlich teurer als das Sabrent-Gehäuse. Kommt von der qualitativen Anmutung aber nicht an das Sabrent-Gehäuse heran. Allerdings sind die Elektronikbauteile, die verbaut sind, deutlich besser. Und insofern ist es im Test mit der Samsung 980 Pro kombiniert worden, was zu exorbitanten Leistungsdaten führt. Schon der erste Vergleich zeigt einen erheblichen Performance-Gewinn. Immerhin liegt die Atling, eine M2 der ersten Generation, gegenüber der gar nicht mal schlechten Samsung 850 Evo SATA um rund 50% bei der Schreibgeschwindigkeit zu. Im zweiten Vergleich lassen wir die ältere Atling im Passivgehäuse antreten gegen die neue Barracuda im aktiv gekühlten IC-Gehäuse und es ist offensichtlich, dass die Barracuda der älteren Atling davonläuft. Im dritten Versuch geht es darum, ob
Der Wechsel von Intel zu Apple-Prozessoren irgendeinen Einfluss auf die Datenausgabe auf USB 3.0.3.1 Medien hat. Und es zeigt sich, dass kein wesentlicher Unterschied besteht. Kommen wir nun zur Gehäusequalität und zur Handhabung der Gehäuse. Beginnen wir mit dem leichten Fideco-Gehäuse. Es ist wie die meisten anderen Gehäuse auch verschraubt. Die Platine mit dem Controller wird hier in das Gehäuse eingeschoben, nachdem auf dem Speichermedium ein Wärmeleitpad befestigt wurde, sodass die Wärme auf das Gehäuse übertragen werden kann. Man bekommt jedenfalls ein leichtes, kompaktes und insofern für Reisen sehr geeignetes Gehäuse. Das IC-Gehäuse macht einen qualitativ guten Eindruck. Es ist vor allen Dingen fällt das enorme Gewicht auf. Die Platine mit dem Steckplatz für den Speicher ist gut zugänglich und so kann man dieses Gehäuse, wenn es nicht auf das Gewicht und den Platz ankommt, durchaus empfehlen. Das Sabrent-Gehäuse besteht aus schwerem Aluminium. Auf der Rückseite ist ein Drehverschluss angebracht, sodass man kein Werkzeug braucht. Und das Speichermedium lässt sich mit einem Riegel sehr leicht fixieren. Der einzige Nachteil bei diesem Gehäuse ist der, dass ein Spezialkabel beigefügt ist. Und wenn man andere Thunderbolt-Kabel verwenden will, so muss man diese leicht abschleifen. Will man Basteln vermeiden, so ist bei Sabrent auch eine Kombination von Speichermedium und Gehäuse möglich, und zwar die Rocket zum Preis von etwa 270 Euro kriegt man durchaus akzeptable Leistungsdaten, die dann natürlich um einiges besser sind als die Einstiegsvariante. Kommen wir nun zum letzten Thunderbolt 3 Gehäuse dieses Test. Es ist von Wavelink 35 Euro teurer als das von Sabrent, aber auch dieses Gehäuse liegt an der absoluten unteren Grenzregion der Thunderbolt Gehäuse, denn die meisten kosten über 150 oder sogar über 200 Euro. Das Gehäuse ist überwiegend aus Plastik und macht zunächst mal keinen so sehr wertigen Eindruck. Weil es aus Plastik ist, ist ein getrennter Kühlkörper beigefügt. Es wird also die Wärme nicht direkt mit einem Wärmeleitpad vom Speicher auf das Gehäuse übertragen, sondern auf einen beigefügten Kühlkörper, der mit drei Stiften auf der Platine befestigt wird. Das ist keine ganz glückliche Lösung, weil sich das sehr schlecht demontieren lässt, um an die Speicherplatine zu kommen und diese gegebenenfalls auszutauschen. Positiv ist allerdings zu vermerken, dass man den oberen Deckel auch weglassen kann und dann auf diesen Kühlkörper einen weiteren, etwa von Sabrent, aufsetzen kann, sodass ausreichend für passive Kühlung gesorgt sein sollte. Der Einstieg in die Thunderbolt-Welt war früher ein exotisches Abenteuer und ist jetzt mit etwas über 200 Euro in bezahlbare Regionen gerückt. Welche der drei hier getesteten Thunderbolt-Alternativen man auswählt, hängt natürlich in Hauptsache vom Geldbeutel ab. Die Wavelink Samsung 980 Pro Steigerung für ungefähr 300 Euro ist ohnehin das absolute Optimum, was gegenwärtig überhaupt mit Thunderbolt zu erreichen ist. Machen wir zum Schluss noch einen Test mit Final Cut und dem MacBook Air. Hier im Vergleich mit meinem iMac 27 mit i7-Prozessor. Wie wir sehen, schlägt sich das neue M1 MacBook Air ganz ausgezeichnet. Okay, welche Erkenntnisse hat uns jetzt der Test gebracht? Nun, zunächst mal wohl,
dass die Ära der SATA SSD zu Ende ist. Die M2 haben sie preislich durchaus jetzt eingeholt. Geschwindigkeitsmäßig sind sie ohnehin besser. Und natürlich sind sie auch von ihrer Größe geeigneter, wenn man auf Reisen ist mit einem MacBook Air, sind sie natürlich viel kompakter und leichter, und das ist schon ein angenehmer Fortschritt. Vielleicht noch wichtiger ist natürlich, dass der Geschwindigkeitsgewinn zumindest bei den Top-Modellen jetzt in Bereichen angelangt ist, wo sie mit den internen Speichern der Rechner konkurrieren können. Zumindest hat sich das bei der Samsung 980 Pro gezeigt, die ja an sich ein interner Speicher ist, dass sie in einem externen Gehäuse durchaus mit dem internen Speicher des MacBook Air mithalten kann. Und insofern ist man einerseits nicht darauf angewiesen, die teuren Aufrüstungspreise bei Apple zu bezahlen, und zum anderen kann man natürlich sehr viel mehr mit externen Speichern anfangen als mit den fest verbauten. Also sie sind schon ein deutlicher Gewinn, würde ich sagen. Ganz anders wird die Sache dann auch aussehen, wenn dieses Jahr der neue iMac rauskommen sollte. Der wird erst recht mit deftigen Aufpreisen versehen sein, was den Speicher betrifft. Also insofern hat man jetzt hier mit der Samsung eine sehr gute Alternative und kann damit sicher diesen Aufpreisen entgehen. Nun wird man allerdings einschränken müssen bei all diesen positiven Erkenntnissen, wofür eignen sich diese externen M2-Speicher. Sie eignen sich sicher für Videoschnitt, wenn ständig kleine Datenmengen hin und her geschoben werden. Und hier ist die Thunderbolt-Schnittstelle eine wirklich geniale Erfindung, die dann es ermöglicht, dass man mit externen Speichermedien genauso schnell arbeiten kann wie mit internen oder Umständen sogar vielleicht schneller. Andererseits gibt es aber die Einschränkung, dass die Ära der HDDs damit auf keinen Fall zu Ende ist. Denn eine Achillesferse haben die M2 auf jeden Fall, und das sind große Dateien. Wer eine Final Cut Mediathek von, sagen wir, 300 oder 400 GB meint, mit einem M2 Medium kopieren zu müssen, der wird die Feststellung machen, dass von der anfänglichen Übertragungsgeschwindigkeit nach kurzer Zeit relativ wenig übrig bleibt, weil die eingebauten Controller des Speichermediums die Datenübertragung massiv drosseln, sobald auch nur ein bisschen zu viel Wärme entsteht. Es gibt noch eine zweite Einschränkung, die ich erwähnen sollte. Die Leergehäuse sind natürlich nicht auf die Speichermedien abgestimmt. Das können sie auch gar nicht sein. Und insofern kann es durchaus vorkommen, dass die beiden, das Gehäuse und das Speichermedium, nicht zusammenpassen. Das ist mir selbst bei der Crucial passiert, die in den USB 3.0 Gehäusen überhaupt nicht ans Laufen zu bringen war. Ich habe sie sogar eingesendet und sie kam dann postwendend zurück, dass sie intakt sei. Und tatsächlich, in einem Thunderbolt Gehäuse arbeitet sie ohne jede Probleme. Es wird also nicht immer alles zueinander passen. Jetzt bei dem Test war das nicht der Fall, da hat das alles gut geklappt. Aber es sei angemerkt, dass eine fest verbaute wie die Rocket natürlich einem diese Probleme erspart.
Gut. Ich hoffe, dieser Test war einigermaßen informativ und er hat Ihnen, wie mir, Erkenntnisse gebracht. Und wir sehen uns hoffentlich bei einem Video bald wieder.